Hey Leute und Dame, herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Im letzten Part haben wir richtig geil Rafflas Notiz gefunden. Im Sinne von einer Geisterseele. Die habe ich übrigens noch nicht eingetragen. Ihr habt mir bestimmt schon geschrieben. Mache ich jetzt mal. So, und dann haben wir hier jetzt aktuell noch ein Loch zum Buddeln. Und da gucken wir auch nochmal rein. Ja, wir haben jetzt halt Rafflas Notiz. Schleime. Das ist richtig gut, denn im ersten Moment denkt man so, oh ja, ist halt ein Item, ne? Man ja, kann damit halt ein bisschen was machen. Aber das ist richtig viel wert, das Item, weil das eröffnet uns halt wieder eine riesige Welt. Nämlich die Welt der Wüste. Aber ich glaube, so richtig wird das hier nichts. Weiß gar nicht, was da jetzt ein gutes Item für wäre. Normalerweise einfach das Schwert, aber ich habe kein Schwert. Oh, kann ich damit auch? Ist nicht schlecht. Aber das ist vielleicht doch besser. Warte mal. Kann man machen, ne? Boah, die machen aber gut Schaden. Auf die Masse. Ja, im Schwert wäre es leichter, Leute. Ist nun mal so. So. Zack. Irgendwo hängt noch einer rum. Wo ist er? Da. Und kriegen wir was Schönes? Nö, kriegen gar nichts. Hä? Ist hier echt gar nichts? Ist das einfach nur so ein Trollraum? Das macht mich traurig. Der Mensch. Wahnsinn. Einfach nur wegen Schleim, oder wie? Das ist der Schleimraum. Ja, Wahnsinn. Cool, dankeschön für nix. Okay, dann müssten wir hier jetzt aber auch erstmal mit fertig sein. Zumindest fällt mir gerade nicht ein, was wir sonst noch da machen sollen. Wir müssen uns halt wirklich daran erinnern, dass wir beim Heiliasee noch was machen müssen, ne? Da oberhalb müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das muss ich mir auch immer wieder in Gedanken rufen am besten. Wo wir mit dem Hühnerflugspiel hingeflogen sind. Da war auf jeden Fall auch noch ein Geheimnis. So. Können wir denn... Es müsste eigentlich gehen, dass ich da hinten runtertauchen kann, oder? Ja, bei dem Hühnerflugspiel beim Haiersee, da war auf jeden Fall noch so eine Höhle mit Muscheln? Ich weiß gar nicht. So, hier auf jeden Fall erstmal noch eine Schatzkiste absahen. Ein Insekt? Hey, cool. Eine Libelle. Ja, kann halt wieder ein random Item sein, ne? Theoretisch müssten wir es gleich abgeben gehen. Aber naja. So, ich glaube, ansonsten war es das hier, ne? Unter Wasser kann ich eh keine Felsen wegsprengen, deswegen sage ich mal, wir sind hier fertig. Wir könnten jetzt also verschiedene Sachen machen, wie nochmal über die Brücken reiten. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal Geisterseelen und sowas. Aber ich glaube, ich würde jetzt in die Wüste gehen. Da ist einfach die Fläche, wo ich Gegenstände erhalte, am größten. So. Okay. Wüste, Wüste, Wüste. Haiersee. Let's go. Ba, 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 ba. Cool. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen langsam voran. Mir fallen aber auch gerade wieder noch andere Sachen ein. Mann, mir kommen dann immer wieder so kleine Gedankenfetzen und Ideen rein. Ich will erstmal noch was anderes machen. Ich glaube, das möchte ich vorher abschließen ansonsten. Weil hier, ne, hier waren erstmal so Viecher. Die könnte man noch besiegen, dann kriegt man hier nämlich noch einen Teleporter. Und dann ist hier auch so eine Höhle noch. Die würde ich, glaube ich, auch gerne noch erst abschließen. Dementsprechend, ich
orte mich mal ganz kurz. Obwohl, ich könnte auch hier mal den Weg lang laufen. Ja, machen wir das. Das machen wir so. So, aktuell 21 Insekten. Mir fehlt jetzt halt das Gebiet von der Wüste noch. Da die zwei Insekten und beim Zeitschreien, da fehlt mir noch ein Insekt. Dann bin ich da auch durch. Bam, 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 bam. Du, du, du. So, wir latschen mal schnell hier entlang. Da haben wir erstmal einen neuen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Für die Karte. Da müsste aber auch theoretisch gar nichts sein. Dim, dim. Nee. Zack. Nicht mal Geld haben wir bekommen. Als Wolf bist du halt einfach schneller, ne? Bam, 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 bam. Du, 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 du. So, jetzt kommen gleich die Schweinchen. Ich glaube, ich renne als Wolf durch. Das ist besser, Leute. Ansonsten klatschen die mich hier gleich weg. Das ist auch... In der Story ist das so geil, hier einfach durchzulatschen. Und diese zwei Triggerpunkte, wo hier die Kittys entführt werden. Und du rettest sie dann vor dem Schwein und der Kampf auf der Brücke. Der Kampf auf der Brücke ist manchmal ein bisschen komisch, ein bisschen tricky. Aber so die Idee an sich ist irgendwie geil gemacht. Dass du so gegen die kämpfen musst und dann gehst du da so auf die Brücke und dann machst du dir so einen Showdown. Das ist ziemlich cool, finde ich. Mag ich gerne. Und dass du da so deinen privaten Erzfeind hast, ist irgendwie lustig gemacht. Aber ja, ist halt nicht ganz so geil umgesetzt, weil das hier auf der Brücke funktioniert manchmal nicht so gut. Da... Ja. Jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, weiß, was ich meine, denke ich. Hi, Leute! Lasst uns mal hier kämpfen. Wie sie angerannt kommen. So, erledigt. Wollte ich die ganze Zeit schon machen. Haben wir jetzt erstmal schön einen Teleporter. Einen mehr wieder. Herzchen auch gut. So, und... Hier oben in dem Bereich müssten wir jetzt auch weiterkommen. Weil Eisenstiefel und Pfeile, ich glaube, das sind die zwei Sachen, die du da brauchst. Und Enterhaken halt. Zack. Ba, 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 zack. Hoch da mit uns. Du, du, du. Ba, ba, bam. Du, 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 du. So, wir waren ja schon mal drinnen. Problem war damals halt, keine Eisenstiefel. Das sollte das Problem gewesen sein damals. Genau. Da ging es hier direkt runter. Zack. Das Geile ist, wir haben ja auch mit den Eisenstiefeln können wir schnell rennen. Das ist auch cool gemacht. Diese Umsetzung. Die mag ich sehr gerne. Hi, Leute! Ich habe leider kein Schwert. Wartet mal. Zack. So. Habe ich doch gerne gemacht. Okay, jetzt brauchen wir aber, glaube ich... Oh Gott. So, brauchen wir jetzt schon Pfeil und Bogen? Nee. Können hier nochmal... Ohne weiteres einfach runterspringen. Ne. Da muss ich ein bisschen weiter werfen. Okay, perfekt. Und hier haben wir schon eine kleine Schatzkiste mit.
Dem Ordon Ziegenkäse ist auch wichtig. Weiß gar nicht, ob das jetzt so wichtig ist. I don't know. Nehmen wir mal mit. Dann müssen wir auf jeden Fall hier dem dem Wilden in der Villa geben. In der Eisvilla. Zack. Ah, verdammt, hier braucht man die Fackel. Die Lampe. Oh no. Heißt, wir müssen hier nochmal rein. Ach, Manu. Und 100 Rubine. Schade. Ah, nervt mich, dass wir jetzt hier nochmal rein müssen. Immer haben wir so unabgeschlossene Dinge. Das ist so nervig. Ich sollte mir mal einen Zettel machen, wo ich alles aufschreibe, was ich noch machen muss. Ich glaube, das wäre ein Plan. Okay, wisst ihr was? Wenn wir jetzt einmal dabei sind, so Backtrackings-Zeug zu machen, dann gehe ich nochmal kurz in den Waldtempel zurück. Weil wir haben ja den Bumerang. Und da können wir ein bisschen was im Waldtempel machen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So. Yo, let's go. Ja, also hier kann ich jetzt eh nichts machen, weil mir hier der Schlüssel fehlt. Vermutlich werden wir den Schlüssel auch hier nicht bekommen. Aber ich kann so ein paar Äffchen holen und so weiter. Ein bisschen was geht schon. Also hier müsste ich mir auf jeden Fall eine Schatzkiste holen können, den Affen halt nicht. Dafür muss ich ja eigentlich nur... Hä? Den wollte ich doch gar nicht. Die zwei Lampen ausmachen. Oder die eine, reicht scheinbar auch. So. Ah, 50 Rubine, okay. Schade. Hab mehr erwartet. Okay, dann können wir. Wir können uns theoretisch den Bossschlüssel holen. Also Bossschlüssel in Anführungsstrichen mal wieder, ne? Ja, drüben könnten wir jetzt auch theoretisch, weil ich glaube, das klappt hier nicht, oder? Ich mache einfach so und jump mal hier runter. So, und gehen wir mal hier rein. Wir können aber quasi ein bisschen tricksen. Ba-ba-ba-ba. So, damals Äffchen. Einer mehr, der befreit ist. Oh Gott. Das macht der Affe klar. Da kommen wir ja zum Miniboss, ne? Wir laufen jetzt quasi ein bisschen andersrum. Also man entdeckt in einem Randomizer auch immer mal wieder die Dungeons komplett neu. Das ist schon interessant. Ja, normalerweise wärst du jetzt hier halt mit den Affen rübergegangen. Das ist schon so lustig, ey. Und hier können wir jetzt zumindest so den Mini-Boss machen. Wird jetzt auch interessant ohne Schwert. Ich hoffe, das geht mit ihm hier. Bam, Alter. Ist halt so lustig, ne, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, ein Schwert zu bekommen. Shit. Okay, wir machen auf jeden Fall Schaden. Es könnte nur ein bisschen länger dauern als sonst. Obwohl du jetzt natürlich auch nicht das krasseste Schwert hast in dem Moment. Okay, wir haben schon besiegt. Alles klar. Das war ja auch ganz einfach. Viel besser mit dem Morgenstern. Die hätten den Morgenstern gleich hier als erstes reinmachen sollen.
Ist viel geiler, sag ich euch. So. Hi, ich mit meinem Morgenstern. Ist schon lustig. Okay. Wo ist er denn, der Boomerang? Du. Die Mucke. Ba-ba-ba, dam. Ja, ich bin die Fee des Windes und tarne mich nur als Boomerang, denn ich bin eigentlich was anderes. Miau. Boah. Guck mal, wie der auch hier guckt. Einfach so eine Verarsche, ey. Wahnsinn. Boah, für einen Boss-Gegenstand quasi oder für einen Item-Gegenstand wirst du hier einfach wegbestraft. Das wäre jetzt auch der Moment, wo wir uns eigentlich rausporten müssten, wenn wir jetzt hier schon drin wären. Okay, ohne Bumerang wärst du hier wahrscheinlich auch nicht hingekommen. Doch, klar, wärst du irgendwann. Ah. Ja, das hätte auch in die Hose gehen können. Dann hätten wir speichern und Spiel neu starten müssen. Das ist schon doof. Dem. So, erstmal Schluck Kaffee. Okay. Dann haben wir das auch. Ist halt traurig, dass wir nichts bekommen haben. Aber so ist das nun mal. Allgemein, in dem Dungeon haben wir, glaube ich, sowieso noch fast gar nichts Gutes bekommen, oder? Nicht wirklich. Der ist jetzt auch erst gerade gespawnt hier, der Typ. Okay, der geht rüber. Nein, das war schlecht. So, okay, dann haben wir das fertig. Das heißt, zum Miniboss müssen wir nicht mehr. Hier müssen wir theoretisch nur noch mal hin wegen dem kleinen Schlüssel. Da oben müssen wir auch nochmal hin wegen dem kleinen Schlüssel. Also müssen aktuell nur noch Affen retten. Hier waren wir fertig. Okay. Sehr schön. Hier. Was können wir hier machen? Hier können wir aktuell nichts weitermachen, ne? Da haben wir einfach drüben noch eine Schatzkiste. Die können wir aber aktuell nicht holen. Weil wir brauchen dafür eine Fackel. Ist Fazit, ne? Ja. Okay. Aber hier drüben können wir vielleicht noch was machen. Denn die Boss-Truhe haben wir auf jeden Fall. Die können wir holen. Ich habe 20 Affen im Gefolge. Die können wir mitnehmen. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Wege. Und tschüss. Also hier können wir auf jeden Fall auch noch was machen. Und das ist logisch. Hier drüben müsste es auch noch weitergehen. Aber gut, wir machen jetzt erstmal hier kurz. Und dann endet auch die Folge. Ja, noch nicht. Bisschen haben wir noch. So. Zack. Und zack. Mal sehen, was wir in der Boss-Truhe drin haben. Haben wir die nämlich auch schon. Haben wir den Dungeon quasi fast schon abgeschlossen. Uns fehlen halt eigentlich nur ein paar kleine Schlüssel. Für die Affen. Oh. Kumulana-Dokument. Aber das ist erst Nummer 1, ne? Warte mal, wo ist denn das? Hier. Ne, da kannst du halt 5 Stück, ne, 6, 7, 7 Stück sammeln. Wir haben jetzt das erste. Weiß nicht, ob wir das schon jetzt getriggert haben. Da müssen wir auf jeden Fall mit diesen komischen Typen hin und her reisen. Das ist auch... Da kriegt man zwar viele Gegenstände, aber du brauchst ja auch... Du musst ja auch Glück haben und diesen Gegenstand da bekommen. Das ist ja in den meisten Fällen nicht so. So, ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier... Eine Schatzkiste haben wir da noch. So, mal gucken. Inwieweit wir da vorankommen. So, warte, erstmal den hier. Zack. Nee. Zack. Zack.
Unsere einzige Waffe. So. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Äffchen drin. Aber ich würde sagen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.